Ich habe es angekündigt, ihr habt darauf gewartet und nun ist es endlich da. Mein großes Ranking zu Lucy Hale. Und damit willkommen hier zu einem neuen Podcast bei Martins Kinoblog. Lucy Hale, ihr kennt sie vielleicht oder man kennt sie vielleicht aus einigen Filmen oder auch aus diversen Serien. Ich persönlich kenne sie nur aus einigen Filmen, die ich jetzt von ihr geguckt habe. Und zu diesen Filmen wird es heute ein kleines Ranking geben. Kurz zu Lucy. Sie ist eine amerikanische Darstellerin bzw. Sängerin, die aktuell 31 Jahre alt ist. Und wie bereits ja gesagt, man kennt sie aus, also vor allem kennen sie die meisten aus der Serie Pretty Little Liars, die ich jetzt persönlich nicht kenne, oder halt aus einigen Filmen von Blumhouse oder ganz frisch vom letzten Jahr aus dem Film Brave Mädchen tun das nicht. Aber nun der Reihe nach. Gesehen habe ich von ihr 8 Filme und die werde ich euch jetzt von hinten nach vorne aufzählen und zu jedem Film kurz etwas noch sagen. Dann beginnen wir mit Platz 8, das ist im Original heißt der Film The Unicorn und in Deutschland ist der Film unter Threesome verfügbar. Da geht es im Prinzip um ein Pärchen, die ja über die Jahre einfach ein eingerostetes Leben oder Liebesleben haben und um einfach wieder auf oder wieder Pep in die Beziehung zu bekommen, entscheiden sie sich, einen flotten Dreier zu machen. Und in diesem Film hat Lucy Hale nur eine kleine Nebenrolle und da spielt sie im Prinzip eine mögliche Kandidatin für einen dieser oder für diesen geplanten Dreier dieses Pärchens. Und da sie ja dann nur eine Nebenrolle hat, ist natürlich dann der Film oder kann man jetzt ihn schauspielerisch am wenigsten rausziehen und wie gesagt, daher ist es mein Platz 8. Auf Platz 7 folgt dann ein Film vom letzten Jahr und zwar Fantasy Island. Ist eine Blumhouse-Produktion und eine Verfilmung zur gleichnamigen Serie, die meine ich, glaube ich, in den 90er Jahren oder 80er Jahren ausgestrahlt wurde. Und wie gesagt, wer die Serie kennt, weiß, um was es geht, aber ich werde es nochmal kurz erläutern. Es geht um eine sehr idyllische, wunderschöne Insel, die sehr abgelegen irgendwo im Meer liegt. Ich meine, dass es sogar der Pazifik ist, also relativ tropisch. Und dahin werden einige Menschen eingeladen, also vor allem junge Menschen, die bei einem Gewinnspiel gewonnen haben. Und die sollen dort ihre Wunschfantasie erleben können. Also da gibt man an, was man sich wünscht und was man gerne haben möchte. Und die Insel ermöglicht es, dort diese Fantasie zu erleben. Und in diesem Film spielt Lucy Hale auch also eine der tragenden Rollen, die erst gegen Ende enthüllt, dass hinter allem etwas ganz anderes steckt und dass es nicht so scheint oder nicht, dass es nicht so ist, wie es den Anschein macht. Und da muss ich schon sagen, war ich etwas nicht ganz so überzeugt von ihr, weil ich so diese Rolle, die sie in diesem Film hatte, naja, wie soll ich sagen, etwas nicht zu passen. Also ich fand diese Rolle hat nicht so lustig gepasst. Also da, ich mag sie zwar gerne so in einem Horrorfilm, aber ich fand sie einfach in dieser Rolle so als doppeldeutige Figur, hat mir jetzt nicht so gut gefallen und die Rolle an sich war jetzt auch nicht so, dass sie da hätte über allen glänzen können. Wobei aber auch der Film insgesamt jetzt nicht allerbeste Blumhouse-Film war und von dem her ja, es war ein durchschnittlicher Film und eine durchschnittliche Leistung. Platz 6 ist dann ein Fernsehfilm von Lucy. Der ist von 2009, nennt sich Sorority Wars. Da geht es um Studentinnen auf der Universität, die praktisch in so diversen Schwesternschaften zusammenleben. Das ist ja in Amerika so ein Phänomen, beziehungsweise so eine Art Tradition, dass es auf jeder Uni
gewisse Schwesternschaften gibt. Also kann man im Prinzip vergleichen, so ähnlich wie die Häuser bei Harry Potter. Und die haben dann ihre so eigenen Art Gemeinschaftshäuser und da schließen sich halt dann Mädchens oder junge Frauen zusammen, die die gleichen Interessen haben, die vielleicht auch die gleiche politische Einstellung haben, die gleiche religiöse Einstellung. Und in diesem Film ist auch Lucy dabei oder hat da auch eine wichtige Rolle von einer jungen Studentin, die da praktisch in den Twist oder in den Streit von zwei so Schwesternschaften reingerät oder beziehungsweise mit der verursacht oder Verursacherin eines Streits ist. Und sie muss im Prinzip dafür jetzt sorgen und kämpfen, dass dieser Streit sich wieder auflöst und dass alle Mädchen am Ende des Films wieder glücklich werden. Und genau, es ist eine, die Kurzbeschreibung war ein Film, der natürlich da ja schon ein paar Jahre alt oder ein paar Jahre alt ist und den auch, soviel ich weiß, noch nicht in deutscher Synchro gibt. Also ich habe jetzt nur im englischen oder im Original O-Ton gehört. Und da ist natürlich immer schwierig, gerade bei den amerikanischen Dialekten, dass man da alles so versteht. Aber war ein relativ netter Film, war natürlich einige sehr klischeehafte Rollenverteilungen. Und ja, man merkt halt, es war einer der ersten Filme von Lucy Hale, die zuvor eigentlich fast nur in Serien mal kurz zu sehen war oder mal kurz Auftritte hatte. Und ja, man merkt halt einfach, da war es jetzt noch nicht so ganz so. Die Schauspielerin kam ja damals frisch oder relativ frisch aus dem Bereich des Gesangs, aber war trotzdem ganz nett anzusehen. Und wenn euch sowas mal interessiert, so eine Thema oder so ein Film, wo es um sowas geht, könnt ihr euch den Film auch dann gerne angucken. Und wie gesagt, das sieht man so die Anfänge von Lucy. Dann geht es weiter mit Platz 5. Das ist dann auch einer ihrer ersten Filme und zwar Fear Island heißt der Film, ist auch von 2009. Da geht es um auch eine Gruppe Jugendlicher, das ist auch ein Horrorfilm, die auf eine Insel fahren, um da zu feiern. Und es kommt halt dann relativ schnell dazu, dass erste Mitglieder sterben, dass es so aussieht, als würden sie verfolgt werden. Und Lucy spielt in diesem Film, sag ich mal, dieses unschuldige Mädchen, die einfach ja, nicht durch Zufall, die einfach zu dieser Party wollte. Und ja, in diesem Film hat sie auch anfangs diese Rolle von dieser gut aussehenden jungen College-Studentin, die natürlich die ganzen Typen da relativ heiß macht mit ihren Attraktivität. Also sie ist natürlich auch relativ leicht bekleidet. Ist natürlich auch zu diesem Zeitpunkt, oder wo der Film rauskam, war sie auch noch ziemlich jung und da hat sie also dieses Klischee, also diese, ja, man muss sagen, schon klischeehafte Rolle, so dieses jungen, aber muss dazu sagen, nicht dummen Schulmädchens. Und diese Rolle spielt sie an sich sehr, sehr gut. Der Film ist auch an sich nicht ganz so schlecht. Der hat auch viele Facetten von so einem Blumhouse-Film, obwohl er gar nicht von Blumhouse ist, aber er hat eine tolle Geschichte, die jetzt zwar nicht die innovativste ist, aber die sehr reich ist an verschiedenen Geheimnissen und die zum Ende hin eine sehr tolle Wendung noch aufweist. Aber mehr möchte ich jetzt an dieser Stelle auch zur Geschichte nicht verraten. Noch kurz zu Lucy in diesem Film. Sie hat auch, oder sie strahlt in diesem Film auch so eine Leichtigkeit aus. Man merkt schon, okay, da könnte jetzt, das ist eine Schauspielerin, die könnte jetzt noch was erreichen. Und sie zeigt auch in diesem Film schon das, was ich auch in den anderen Filmen von ihr so mag oder so sehr liebe, diese Leichtigkeit, diese Charmantheit und auch so dieses, ja, zu wissen, wie sie mit dem Zuschauer spielen kann. Genau.
Dann geht's weiter. Wir nähern uns jetzt langsam dem Treppchen. Mit Platz 4 ist ein Film von 2011. Nennt sich Cinderella Story. Es war einmal ein Lied. Ist vom Titel her, Cinderella sagt ja bestimmt vielen von euch was, angelehnt an natürlich das Cinderella, was man von Disney kennt. Nur, dass es, muss ich auch gleich dazu sagen, definitiv oder mit absoluter Sicherheit kein Disney-Film ist, aber der natürlich viele Elemente aus einem Disney-Film vereint. Also es ist, geht auch um Highschool, es geht um Gesang, es geht um Tanzen, es geht um so diese typische Geschichte von so einem Highschool-Mädchen, also Thema Highschool-Musical zum Beispiel, und da hat Lucy die Hauptrolle. Da ist sie eine Studentin, die sehr, sehr musikalisch begabt ist, die aber eine sehr strenge, bösartige Stiefmutter hat und eine fast genauso böse Stiefschwester. Und die Mutter oder die Stiefmutter will natürlich ihre eigene Tochter natürlich bevorzugt sehen und macht in dem Sinn halt Lucy das Leben schwer oder die Figur von Lucy und will mit allen Mitteln natürlich versuchen, dass die immer schlecht dasteht, dass keiner sie mag und nutzt auch die Fähigkeiten von Lucy, also dass sie komponieren kann, dass sie singen kann, um ihre eigene Tochter bei einem Gesangswettbewerb nach vorne zu bringen. Das fällt natürlich lange Zeit nicht auf und lange Zeit glauben natürlich alle, dass die Stiefschwester so begabt ist, dass sie gut singen kann, und man merkt halt immer mehr, dass halt Lucy das zu schaffen macht, also der Figur von Lucy, und sie ist in einen, wie soll ich sagen, einen Jungen verliebt, dessen Vater ist ein Plattenboss und der ist, die veranstalten also einen Wettbewerb und ja, der ist von Lucys Liedern begeistert und auch von ihren Texten, weiß aber nicht, dass sie hinter all dem steckt und meint, dass halt die Stiefschwester zu dieses talentierte Mädchen ist. Am Ende kommt natürlich alles raus und alles wendet sich halt zum Guten. Ist jetzt natürlich auch von der Geschichte her, ja, wie halt High School Musical, also nichts besonders Tiefgängiges, nichts, was man nicht schon tausendmal gesehen hat, aber das ist jetzt so einer der ersten Filme, oder wirklich der erste Film, der von Lucy oder mit Lucy ist, wo sie wirklich definitiv zeigen kann, dass sie eine gute Schauspielerin ist. Also sie ist wirklich absolut charmant, sie singt auch in diesem Film, also da verbindet sie ihre Vergangenheit als Sängerin mit ihrer Gegenwart als Schauspielerin. Und ja, man muss auch sagen, die Songs, die Lucy macht, sind auch sehr, sehr toll. Das geht mir so ein bisschen ins Country, ein bisschen ins Pop, Love Song, also so diese Mischung ein bisschen. Ich sage jetzt mal, auch kann man vergleichen, so Anfänge von Taylor Swift. Und ja, einfach tolle Songs in dem Film. Eine wirklich tolle Lucy, die auch Emotionen zeigt. Sie hat ein paar Mal Tränen in die Augen. Sie zeigt, dass sie auch facettenreich spielen kann, also von traurig zum fröhlich. Und es macht einfach in diesem Film so viel Spaß, ihr zuzusehen, zu verfolgen, wie aus so diese Cinderella-Geschichte in diesem Film so toll zur Geltung kommt. Und ja, wie einfach Lucy in diesem Film auch zeigen kann, dass sie halt einfach nicht so dieses typische Sänger-Schauspielerin ist, sondern dass sie auch wirklich das Talent dafür hat. Und wie gesagt, dass sie es auch schafft, in diesem Film das Ganze auf sich zu ziehen und trotzdem darunter nicht zusammenzubrechen. Also sie dreht diesen Film mit einer extremen Leichtigkeit, mit einer Fröhlichkeit und einfach mit einer so tollen Ausstrahlung. Dann sind wir jetzt schon auf dem Treppchen und da geht es jetzt dann los mit Platz 3. Ist dann ein Film von 2018, der bei Blumhouse produziert wurde. Und es geht jetzt um Wahrheit oder Pflicht. Wahrheit oder Pflicht kennt ihr ja, ist ja ein Spiel, das man gerne auf Party spielt, das man auch gerne mit seinen Freunden spielt. Und in diesem Film ist halt so dieses Wahrheit oder Pflicht-Spiel
sozusagen eine Art Fluch, der im Prinzip die Teilnehmer nach und nach tötet, wenn man es nicht schafft, wieder neue Spielteilnehmer hinzuzufügen in das Spiel. Und auch in diesem Film hat die Lucy Hale eine recht tragende Rolle, ist halt auch wieder so dieses junge, unschuldige, hübsche Mädchen oder junge, hübsche Frau, die, sag ich mal, durch Zufall, durch Naivität halt in dieses Spiel kommt. Auch natürlich in Verbindung, weil da ein Junge dabei ist, den sie toll findet. Und der ist halt da schon Teilnehmer und der nutzt halt so dieses, sag ich mal, Verliebtsein dieser Figur aus von Lucy, um sie halt in dieses Spiel reinzubringen. Und sie muss halt jetzt versuchen, da wieder rauszukommen. Und in diesem Film hat mir besonders gut gefallen, wie es Lucy schafft, ihrer Figur einerseits so dieses Mädchenhafte zu verleihen und andererseits aber auch so dieses Entschlossene, dieses Mutige und auch so dieses unbedingt eine Lösung zu finden. Also sie ist wirklich dabei, allen zu zeigen, sie will jetzt hier aus diesem Spiel raus und dabei schmiedet sie dann auch einen relativ krassen Plan zum Ende des Films, der dann dafür sorgt, dass es gefühlt unendlich viele oder ja nicht unendlich, aber dass es fast die höchstmögliche Anzahl an Teilnehmern gibt und dadurch schafft es dann praktisch, sich da sauber rauszureden oder rauszudrängen aus diesem Spiel. Sie zeigt auch in diesem Film, dass sie definitives Zeug hat, in Horrorfilmen eine tolle Rolle zu spielen, weil natürlich sie da zwar auch mal dieses Ängstliche auch zeigt oder auch mal dieses ja Verzweiflerische, aber sie ist halt derart überzeugend in dem Film und allein wegen ihr ist dieser Film schon um einiges besser, als wenn sie nicht dabei wäre. Jetzt nicht nur, weil sie jetzt so dieses hübsche Mädchen ist, sondern einfach, weil sie diesem Film auch so ihren Stempel wieder aufdrückt als extrem wichtige Figur, die es einfach schaffen muss oder schaffen will, wieder ein normales Leben zu führen. Und Entschuldigung, es ist auch eine dieser Rollen, wo ich mir sage, oder wo ich mir Lucy halt richtig gut vorstellen kann als Teilnehmerin in so einem Horrorfilm, wo sie eine ganz klar definierte Rolle hat. Also nicht jetzt so wie in Fantasy Island, wo sie nur augenscheinlich diese definierte Rolle hat, die an sich bis zu diesem Wendepunkt ja relativ gut war. Nur dieser Wendepunkt hat halt bei Fantasy Island dieses eigentlich tolle Gesamtbild halt etwas getrübt. Und bei Wahrheit oder Pflicht hat sie halt diese klar definierte Rolle. Und diese Rolle füllt sie mit extremer Bereitschaft aus, mit extremer Detailverliebtheit, mit toller Mimik, toller Gestik, was ja allgemein auch eine ihrer Stärken ist. Und trotz alledem, auch in diesem Film schafft sie es, diese Leichtigkeit zu versprühen und dieses Gefühl zu erzeugen, dass man auf ihrer Seite ist und dass man sich wünscht, dass ihr alles gelingt. Und allein deshalb ist dieser Film auch für mich einer der besten Blumhouse-Filme, wo ich vielleicht mit meiner Meinung etwas alleine bin, aber ist für mich einer der besten Blumhouse-Filme. Dann sind wir jetzt bei Platz 2. Ist auch ein Film von 2018. Eine Netflix-Produktion, nennt sich Dude. Und ist auch ein Film, der spielt auf der Universität oder auf dem College, glaube ich. Eine Gruppe von jungen Frauen sind, wenn ich mich glaube ich recht erinnere, waren sie zu viert oder zu fünft. Sind alles beste Freundinnen und denen ihr Leben besteht halt aus Partys, also Alkohol, ganz viel Drogen, flüchtige Affären und einfach das Beisammensein unter den Freundinnen. Und auch hier hat Lucy
eine der Hauptrollen oder die Hauptrolle schlechthin, die versucht, diese Freundschaft dieser Mädchen mit allen Mitteln zusammenzuhalten. Also sie sind in ihrem letzten Jahr und es zeichnet sich ab, dass jede auf eine andere Universität geht und Lucy möchte einfach, oder die Figur von Lucy möchte einfach, dass diese Freundschaft für immer bestehen bleibt. Und ja, sie ist auch hier in dem Film jemand, die nicht weiß, was Liebe bedeutet, also was Liebe in Form von Beziehung bedeutet. Und macht sich auch oftmals über andere relativ lustig, sieht natürlich alles durch so diese, ja, Brille, halt diese des College-Lebens, also dass halt alles ohne Konsequenzen ist, dass man jederzeit Party machen kann, also mit viel Alkohol, mit viel Drogen. Ist auch das so ein kleiner Kritikpunkt an dem Film, dass also diesen Drogenkonsum vor allem zu sehr verharmlost, zu sehr verherrlicht. Und es ist auch ein Film, der trotz all dieser kleineren Probleme zeigt, wie wichtig Freundschaft ist, wie wichtig Liebe im Leben ist und wie wichtig es ist, dass man einfach miteinander redet und wie wichtig das es ist, auch wenn man traurig ist oder wenn man einen wichtigen Menschen verliert, dass es im Leben noch weitergeht und dass man vielleicht sich auch nicht immer in andere so einmischen, in ein Leben von anderen einmischen sollte, sondern dass man anderen einfach ihren Weg gehen lässt und nicht mit aller Macht versucht, was zusammenzuhalten, was vielleicht innerlich da ist, nur was man äußerlich oftmals nicht so sieht. Und das ist ja oft das Ding bei Freundschaften, dass man eigentlich mit jemandem gut befreundet ist. Man weiß es auch, nur es ist halt nach einer gewissen Zeit, wo man befreundet ist, lassen halt vielleicht gewisse Dinge nach und es ist so, dass man weiß es, aber es ist oftmals nicht ersichtlich und das zeigt ja auch dieser Film. Und das ist auch also der einzige Film, den ich jetzt kenne, wo man Lucy auch sehr, sehr unbekleidet sieht, sage ich jetzt mal. Ich glaube, dass der Film sogar ab 18 ist, wenn ich mich recht erinnere. Und es ist natürlich schon, muss man sich fragen, oder kann man sich fragen, muss jetzt das sein, dass jetzt Lucy da oben ohne zu sehen ist oder dass der Film an sich zwei, drei, sag ich mal, sehr eindeutige Sexszenen haben muss. Aber das will ich jetzt mal an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Noch zur Rolle von Lucy nehmen. Also sie ist, wie gesagt, so diese, ich sage jetzt mal, Anführerin oder sie fühlt sich als Anführerin dieser Gruppe und auch hier schafft sie es wieder sehr, sehr facettenreich zu spielen. Sie schafft es auch hier in diesem, also besonders in einigen Szenen wirkt sie sehr, sehr charmant. Sie wirkt aber auch in einigen Szenen sehr, sehr verletzlich, sehr, sehr traurig und sie zeigt auch, dass sie wirklich, oder dass diese Emotionen auch wirklich authentisch wirken. Also man glaubt ihr das, wenn sie da traurig im Bett liegt, oder man glaubt ihr das, wenn sie jetzt da mit ihren Freundinnen da toll Party macht, dass sie da richtig glücklich ist. Und was ich einfach in diesem Film so toll auch fand, war auch wirklich ihre Mimik und Gestik. Also wie sie immer so mit ihren relativ großen Augen dich anzieht, wenn sie ihre Augen so verdreht und verrollt, das ist halt so ein, da weiß man halt, okay, diese Frau oder diese Schauspielerin, die ist einfach von Grund auf charmant, die ist so sympathisch, die ist, ja, sie ist halt so dieses also brave, unschuldige, auch naive Mädchen, die einfach das Leben genießt. Man nimmt ja auch diese Rolle so als College-Studentin total ab. Und ja, sie ist in diesem Film auch wandelfähig. Also sie begreift oder sie zeigt überzeugend, dass ihre Figur lernen kann und begreifen kann, dass es manchmal besser ist,
auf die Stärken oder auf die Freundschaft zu vertrauen und das nicht alles zu wollen. Weil wir gerade von braven Mädchen reden, kommen wir jetzt zu meiner Nummer 1. Ein Film vom letzten Jahr, der auch in meiner Top 10 gelandet ist, und zwar Brave Mädchen tun das nicht. Warum ist es mein Lieblingsfilm von Lucy? Weil die Rolle, die sie in diesem Film spielt, da heißt sie übrigens auch Lucy, das ist, würde ich sagen, die mit tausendprozentiger Wahrscheinlichkeit oder tausendprozentiger Sicherheit die Rolle, die Lucy auf dem Leib geschneidert ist. Es geht in dem Film, also wie gesagt, um diese Lucy, die hat einen Freund, die ist sehr verklemmt, sieht vieles durch eine rosa Brille, und für sie ist halt das Thema Sexualität ja fast so ein Thema, wo sie Scham besitzt, wo sie natürlich nicht gern darüber redet, was sie gerne verdrängt. Und das ist für sie auch ein Thema, wo es nur darum geht, okay, es gibt im Prinzip, das heißt mal, diese eine Grundstellung und sonst gibt es nichts. Und sie erwischt ihren Freund beim Pornogucken, der beschuldigt sie, pornophob zu sein, beide trennen sich, und anhand dieser Trennung entschließt sie sich, okay, ich muss in meinem Leben was ändern. Macht sich da eine To-Do-Liste, was sie mit dem Thema Sexualität abarbeiten möchte, und beginnt halt dann Punkt für Punkt hier abzuarbeiten, lernt dabei auch jemanden kennen, und es stellt sich dann als die große Liebe heraus. Hört sich jetzt natürlich so nach einem wirklich nicht besonders spannenden oder li besonders spannenden Liebeskomödie an, ist es aber auch nicht. Also im Genre gesehen nichts Besonderes, nichts, was es nicht schon mal gegeben hat, nichts, was jetzt besonders innovativ ist, aber, und jetzt kommt das große Aber, ein Film mit einer so tollen Hauptdarstellerin, mit so tollen Nebendarstellern, mit so einer tollen, wie soll ich sagen, Charmantheit, Liebe, Fröhlichkeit. Und es macht halt einfach Spaß, ihr zuzusehen, wie sie einfach hier ihr Leben ändert und dabei feststellt, dass das Thema Sexualität so viel zu bieten hat, dass es sehr facettenreich ist, dass sie da so vieles lernen kann, so viel erleben kann. Oftmals zusammen auch mit ihren Freundinnen aus dem Chor, wo sie da, oder aus dieser Musikgruppe, was sie da ist. Und ja, sie ist in diesem Film, wie soll ich sagen, einfach, sie blüht da richtig auf. Man nimmt ihr diese Rolle wirklich von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde voll ab, und es ist einfach auch so eine Rolle. Ich kann mir in diesem Film auch keine andere Schauspielerin in dieser Rolle vorstellen, weil es einfach so diese, genau das Perfekte ist, was auf Lucy Hale halt zutrifft. So dieses, was, oder was man sich halt bei Lucy halt auch vorstellt, wenn man an sie denkt. So dieses unschuldige, zurückhaltende, liebe oder liebevolle Mädchen oder junge Frau, die einen klaren Plan vom Leben hat, die vielleicht nicht alles so genau nimmt im Leben, die vieles vielleicht auch nicht so verdrängt. Die vielleicht, man kann auch sagen, so diese Aussage, stille Wasser sind tief, trifft ja auch auf diesen Film ganz gut zu. Aber es ist eine Filmrolle, wo ich mir danach sagen oder gesagt habe, also Lucy, damit hast du jetzt wirklich, glaube ich, allen bewiesen, dass du es kannst, dass du eine vollwertige Schauspielerin bist und dass dich keiner mehr unterschätzen sollte. Also, das ist ja oft so ein Punkt, was man immer über sie hört, dass sie ja eine ganz okay Darstellerin ist, aber dass sie jetzt nicht irgendwie besondere Dinge kann. Ich meine, klar, sie ist halt relativ so in diesem Ding,
oder in dieser Rolle drin, okay, sie ist halt so dieses unschuldige junge Mädchen, die gut aussieht, die jetzt nicht unbedingt eine ist, die, wie es jetzt eine, in, oder die zu einem Superheldenfilm passen würde, aber es kommt da jetzt, soll jetzt nächstes, dieses oder nächstes Jahr soll ja ein Thriller, also ein Thriller mit ihr kommen. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie das wird, weil es ja mal auch wieder was komplett Neues mit Lucy. Und aber ich glaube schon, dass Lucy Hale jemand ist, die vielleicht so in 5 bis 10 Jahren in den wirklich großen Hollywood-Produktionen auch mitspielen kann. Und es ist klar, es ist natürlich jetzt die Frage, will sie diesen Weg gehen? Will sie hier in die nächste Stufe besteigen? Weil sie ist ja auch nebenbei noch, macht sie ja teilweise Moderationen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das Thema Singen bei ihr noch aktuell ist. Ob vielleicht Thema Familienplanung eine Rolle spielt demnächst. Aber wie gesagt, ich bin der Überzeugung, wenn sie am Ball bleibt, beziehungsweise wenn sie weiter konsequent so abliefert in Filmen wie jetzt, kann sie eine der ganz Großen werden. Also, es ist natürlich gesagt auch eine Frage, wie es natürlich allgemein jetzt in Hollywood weitergeht, jetzt mit der nach diesem Corona, aber sie hat definitives Zeug dazu, in die A-Liga der Schauspieler vorzudringen. Zu dem Film Brave Mädchen könnt ihr euch natürlich gerne noch auf YouTube meine filmspezifische Kritik doch anhören. Beziehungsweise ich habe auch mit Moritz in einem Podcast schon drüber gesprochen und auch zuletzt mit dem lieben Peter. Und ja, damit wäre ich jetzt am Ende meines Rankings von Lucy. Also wie gesagt, es waren jetzt 8 Filme. Wie gesagt, es kommt ja jetzt demnächst noch ein neuer Film und es kann durchaus sein, dass es vielleicht in 5 Jahren nochmal sowas in der Art hier gibt auf diesem oder auf diesem Podcast, auf diesem Kanal. Mal gucken, wie halt jetzt so die nächsten Jahre so verlaufen. Und ich glaube, es ist ersichtlich gewesen, warum ich Lucy so mag, warum sie meine Lieblingsschauspielerin ist, was ich an ihr so schätze. Und es ist, das möchte ich an dieser Stelle betonen, nicht nur, weil sie eine attraktive Frau ist, das, was sie ja definitiv ist, wo ich auch, das habe ich auch kein Problem, das damit zu sagen, dass ich sie sehr attraktiv finde. Aber wie gesagt, es geht ja jetzt hier um nicht um die Frau Lucy Hale, sondern es geht ja hier um die Schauspielerin und das, was sie spielt oder das, was sie spielen kann, beziehungsweise das, was ich bis jetzt gesehen habe von ihr, fand ich halt einfach eigentlich in jedem Film sehr, sehr überzeugend. Und das hat mich persönlich einfach in bestärkt oder darin bestärkt, diese Frau oder diese von vielen, sei es mal sträflich missachtete Schauspielerin, halt nochmal genau oder mir noch genauer anzugucken. Darum habe ich jetzt auch in den letzten Wochen den einen oder anderen Film noch nachgeholt, um einfach mir nochmal dieses Bild zu machen, okay. War das Brave Mädchen oder war das Wahrheit oder Pflicht oder Fantasy Island? Waren es jetzt bloß Filme, so Ausnahmesituationen oder Film oder Filme, wo sie jetzt einfach nur den Punkt erwischt hat oder ist es einfach bei ihr typisch? Und das, glaube ich, hat man jetzt rausgehört, so dieses Ding, dass sie so charmant, so sympathisch ist, dass sie einfach so diese Ausstrahlung hat, die besondere, also diese besondere. Das hat sie in jedem Film und das ist das prägnante Kennzeichen von Lucy. Wie gesagt, ich liebe sie dafür und ich weiß, viele finden das halt relativ beschränkt, aber wenn wir mal ehrlich sind, wenn man sich jetzt anschaut, was macht ein The Rock Johnson in seinen Filmen, das ist ja auch, sag ich jetzt mal, immer, sag ich mal, relativ die gleiche Rolle, die gleiche Charakterisierung. Die gleichen Typen und es ist bei ihm eigentlich, wenn man weiß,
es spielt The Rock mit, man weiß, was man bekommt. Und da könnte man ja auch diesen Ding anlegen oder ansetzen. Es ist ja nicht facettenreich, was er da zeigt. Es ist ja, er spielt halt seinen Stiefel runter und er bringt halt das, was man weiß, was er bringt oder bringen soll, und man weiß, was man kriegt. Da für das feiert man ihn. Und wie gesagt, bei Lucy, wenn sie das zeigt, was sie kann und was sie immer spielt oder was sie oft spielt, dafür kritisiert man sie. Also das ist das, was ich immer nicht verstehe. Bei dem einen, der halt dieser Superstar ist, da feiern die Leute es, und bei der Lucy, die jetzt so auf diesem Mittelweg ist oder auf dieser Mittelstufe ist, da wird es kritisiert, weil es heißt, sie kann nur das brave Mädchen oder das unschuldige, attraktive Mädchen spielen. Was ja nicht der Fall ist. Also wie gesagt, in Fantasy Island zum Beispiel hat es ja so diese zwei Dinge, wo es einfach nicht funktioniert, weil die Rolle nicht perfekt geschrieben ist. Bei Wahrheit oder Pflicht sieht man es ja, dass sie auch so dieses, oder dass sie diese zwei Seiten in einem Film spielen kann. Und wie gesagt, ich bin auf diesen neuesten Film von ihr gespannt und auch auf das, was noch von ihr kommen wird. Damit bin ich auch dann schon am Ende. An dieser Stelle möchte ich noch kurz darauf hinweisen oder euch als Art Programmhinweis. Es sind ja jetzt im März, stehen noch einige Livestreams an. Also am 10. ist ja die liebe Stefanie Lexer bei mir zu Gast, eine Schauspielerin aus Österreich. Und ganz frisch jetzt zugesagt für den 14. März ein österreichischer Schauspieler, und zwar der Paul Hassler. Kennt man, die Filmkenner unter euch kennen ihn aus Beast oder aus Marlene. Beides Filme von meinem Mehrfachgast Stefan Müller, den ihr vielleicht auch schon kennt. Und das sind jetzt so die zwei, wie es jetzt im März geplanten, sag's mal, Promis. Und hinzu kommt jetzt dann, diejenigen, die mir auf Instagram folgen, haben das ja schon mitbekommen. Und zwar habe ich mit dem lieben Moritz, den ihr ja auch hier aus dem Podcast schon kennt, ein neues Projekt oder eine neue Idee gestartet, die sich Trash Watch nennt. Und auf die Idee hat uns übrigens die liebe Rebecca gebracht. Da geht es darum, wir werden regelmäßig einen Livestream auf Instagram machen, wo wir beide gleichzeitig einen vorher ausgewählten Trash-Film gucken, den wir dann live für euch zusammen gemeinsam kommentieren, den wir auch sofort bewerten oder einzelne Szenen bewerten. Und wir sind gespannt, wie das so funktioniert, wie ihr das annehmen werdet oder wie die Zuschauer das annehmen werden. Und ich bin auch gespannt, wie wir das beide finden, so den Film zu gucken, den wir vorher nicht gekannt haben, aus diesem tollen Trash-Bereich. Und ja, also ihr dürft da gespannt sein. So viel sei schon verraten. Der erste Film heißt Kondom des Grauens. Es gibt zwar jetzt auch noch kein Datum, wann das stattfindet, aber da werden wir euch dann auf Instagram rechtzeitig vorher informieren, dass ihr da auch alle zuschauen könnt. Es wird, schätze ich, auch mal so sein, dass es einmal auf meinem Kanal stattfindet, einmal auf Moritz' Kanal, und wir werden dann auch die jeweiligen Streams dann als Video stehen lassen, dass jeder, der das nochmal gucken möchte, nochmal reinschauen kann und jeder, der es verpasst hat, nochmal nachgucken kann. Vielleicht werden wir auch die ein oder andere Folge als Podcast noch aufnehmen, da muss ich mit Moritz nochmal Rücksprache halten, ob wir da in der Richtung vielleicht noch was machen, was ich noch etwas dazu sagen möchte. Also ihr dürft gerne bei diesem Livestream, wenn wir da gucken, auch reinkommentieren. Wir werden auch ab und zu in die Kommentare reingucken. Wir werden vielleicht auf den einen oder anderen Kommentar auch sofort reagieren. Und ihr könnt natürlich auch, oder wir wollen das natürlich auch nutzen, um mit euch vielleicht da auch im Gespräch zu sein, also zu erfahren, wie ihr jetzt unsere Reaktion findet. Also es wird auch so sein, wir werden jetzt nicht mit der Kamera vor dem Film sitzen, weil das geht aus rechtlichen Gründen nicht.
Es ist aber so, dass es, glaube ich, kein Problem ist, wenn der Ton mitläuft. Also ihr werdet dann halt den Film halt als, sag ich mal, Hörfassung mitbekommen. Da werdet ihr dann natürlich, oder da, das hat dann für euch der Vorteil, wenn es jetzt ums Thema Dialoge geht, dass ihr halt da was mitbekommt. Aber wie gesagt, das war jetzt nur so am Rande für euch schon ein Hinweis, was kommt. Und noch etwas wird kommen, oder ist schon soweit beschlossene Sache. Moritz und ich werden noch ein Herzensprojekt angehen, und zwar einen Kanal mit Podcasts und Videos über Bud Spencer und Terence Hill, so als Art Fankanal. Wie wir das jetzt genau machen, ist noch nicht 100% entschieden. Da werden wir euch dann auch zeitlich noch informieren. Es wird, wie gesagt, einen eigenen YouTube-Kanal dazu geben. Es wird auch eine Instagram-Seite dazu geben. Ob es jetzt da noch einen Spotify-Podcast geben wird, das wissen wir noch nicht genau. Da sind wir noch so ein bisschen am Sondieren, wie wir das genau aufziehen. Auch wie der Pod oder wie dieser Kanal dann auch aufgebaut sein wird. Ob wir jetzt da die Filme besprechen, ob wir die Personen besprechen, ob wir einzelne Charaktere da besprechen. Wie gesagt, das ist alles noch nicht 100% fest, aber wie gesagt, da werdet ihr dann zeitnah von uns informiert. War jetzt nochmal, wie gesagt, kurz eine kleine Vorschau, was noch alles kommen wird, zusätzlich zu diesem Kanal hier, zusätzlich zum Moritz-Kanal. Ihr werdet uns natürlich trotzdem weiterhin immer mal wieder als Duo auf unseren Kanälen erleben. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, wie ihr wie ihr unsere Ideen findet, wie ihr das annehmt, was wir da machen. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie ihr diesen Podcast hier findet, beziehungsweise diese Folge hier, wie eure Meinung zu Lucy Hale ist. Ob ihr auch begeistert von ihr seid oder ob ihr eher zur Fraktion gehört, die sagt, okay, sie ist halt eine durchschnittliche Darstellerin. Und ich bin auch gespannt, ob der ein oder andere von euch alle Filme kennt, die ich jetzt gesehen habe. Und ich bin auch gespannt, wie die Meinung von euch zu den Filmen ist. Dürft ihr natürlich gerne darunter schreiben, könnt ihr mir auch gerne als Nachricht schreiben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch könnt ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen, könnt ihn auch teilen mit euren Freunden, Bekannten, euren Followern. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns am nächsten Montag wieder. Kann sein, dass ich da wieder einen Gast dabei habe. Das entscheide ich ja immer relativ kurzfristig. Also ich habe jetzt da keinen besonders vorgetakteten Plan, was da kommt. Aber wie gesagt, das entscheide ich dann, wenn es wieder soweit ist mit der Aufnahme und wenn ich dann auch weiß, welches Thema das dran kommt. Und genau, war jetzt wieder ein bisschen kleiner Input noch für euch. Hab mich gefreut, dass ihr so lange dabei wart bei dieser Folge, dass ihr immer wieder reinschaltet. Und genau, also wenn ihr natürlich immer aktuell bleiben wollt, dann einfach bei Instagram auf Folgen klicken, wie gesagt, und dann einfach regelmäßig in die Stories von mir reingucken. Da seid ihr dann immer bestens informiert. Dann wünsche ich euch noch eine wunderbare, tolle Woche. Ich hoffe, es ist diese Woche genauso frühlingshaft wie letzte Woche. Heißt auch genauso sonnig. Und genau, wenn's bei euch sonnig ist, genießt das Wetter, genießt die ersten Frühlingsgefühle und dann hören wir uns am Montag wieder. Macht's gut bis dahin, euer Martin von Martins Kinoblog. Ciao, ciao und tschüss.